Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu Call of Duty Black Ops 2 zu The Magic Ohms Gameplay Teil 2. So, ein bisschen vorspulen und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute geht es mal rauf in den Weltraum. Der Weltraum, unendliche Weiten, unendliche Sicht, unendliche Abenteuer erwarten uns im Weltall. Der Mensch ist inzwischen schon so weit, dass wir sogar mit Star Trek mithalten können. Es gibt inzwischen ja sogar die berühmte Touchfläche, die ja bei Star Trek damals vorhanden war, um das Raumschiff zu steuern. Heute gibt es ja sogenannte Tablet-Computer oder sogenannte Smartphones. Das bedeutet, wir sind schon mit der Technologie von einem Raumschiff Enterprise. Das Einzige, was wir noch nicht haben, das ist die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit, zu anderen Sonnensystemen zu reisen in Sekunden. Zum Beispiel zu Alpha Centauri, einem Stern oder einfach mal in einer Sekunde zum Mars. Das können wir noch nicht. Das dauert halt. Viele Leute stellen sich die Frage, schafft es ein Mensch zum Mars? Mars. 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 Natürlich Mars. So, meine Antwort ist ganz klar ja. Man würde es heute problemlos schaffen, zum Mars zu kommen, den Menschen dort auch hinzutransportieren, aber das Problem, man kann ihn nicht einfach wieder zurücktransportieren. Ihr müsst euch das mal so vorstellen. Damals sind die Menschen zum Mond geflogen. Die sind hochgeflogen in einer Rakete, da hat sich was abgekapselt, dann ist das Ding zum Mond geflogen. Beim Mond ist das Ding dann gelandet. Bumm, gelandet, zack. Und das Ding hat dann noch viel Treibstoff, weil der Mond ist ja nur 300.000 Kilometer von der Erde entfernt. Da machen die da ein Spaziergangchen, blablabla, Steine sammeln und fliegen wieder weg. Das ist noch relativ einfach, aber der Mars ist über 80 Millionen Kilometer entfernt. 80 Millionen Kilometer, Leute. 80 Millionen Kilometer. Und dort hinzufliegen, das kostet unglaublich viel Treibstoff, weil viele denken, ach, im Weltall fliegt man einfach so. Das ist Quatsch. Wenn man irgendwo hinfliegen will, brauchst du die ganze Zeit Schub. Der Schub Richtung Ding, Richtung Mars. Und das kostet unglaublich viel Energie, Sprit. Und allein der Flug dauert ja schon gut, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, etwas so 2 Jahre müsste es ungefähr dauern, hin und zurück. Wirklich hin und zurück, 2 Jahre. Und das ist unglaublich viel. Da braucht man unglaubliche Ressourcen, zum Beispiel Essen, Trinken. Da brauchst du, mein Gott, 2 Jahre kein Sex, Leute. Da hast du nachher richtig Druck auf dem Eiern. Da bumst du sogar deine Oma. Also, Entschuldigung, wenn ich das sage. Können wir rausschneiden? Können wir das rausschneiden? Bumsen mit deiner Oma? Ja, können wir rausschneiden. Okay, auf jeden Fall wäre das möglich. Man könnte einen Astronaut hinfliegen, also ein One-Way-Ticket, aber er könnte halt nicht mehr zurück. Das ist natürlich der Nachteil. Man könnte natürlich jetzt eine Rakete hochschicken zum Mars mit Treibstoff, mit Essen und was weiß ich und dann noch eine Rakete mit den Astronauten dorthin schicken. Zack, und dann könnten die mit diesem Treibstoff auch wieder zurückfliegen zur Erde. Ne? Aber wenn jetzt in dieser ganzen Zeit, in dieser ganzen Marszeit, in dieser ganzen Marsflugzeit, würde ich mal sagen, also wo das Raumschiff von der Erde zum Mars unterwegs ist, wenn es da zu einem Todesfall kommt, nehmen wir mal an, der Astronaut bekommt einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall oder irgendwas anderes, dann ist die ganze Mission gefährdet, weil dieser ganze Typ da, der ist tot dann oder so. Keine Ahnung, wenn der einen Schlaganfall hat, nach 2 Jahren ist da nur noch Skelett übrig. Wohin mit dem Typ dann? Das ist natürlich auch die Frage. Aber das ist jetzt auch egal, weil das Video ist jetzt vorbei. Wir haben viel gelabert und viel Unsinn geredet. Aber trotzdem, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Und ich sage auf jeden Fall mal wieder ciao. Bis dann. Hau rein. Ha, jetzt bin ich ein bisschen geschafft, Leute. Wann machst du Video? Wann mache ich Video? Das kommt dann irgendwann mal so morgen oder so. Hau rein, ciao und bis dann. See you later, Alligator.